willkommen zu TV Rheinterrasse. Vor gut einem Jahr war TV Rheinterrasse schon einmal bei der Bäckerei Sina, aber noch im alten Laden. Heute befinden wir uns im neuen Laden bei der Bäckerei Sina und ja, ich würde sagen, wir gehen rein und schauen mal, was da so abgeht. Wir befinden uns jetzt im neuen Laden der Bäckerei Sina. Neben mir steht der Horst Sina. Hallo. Ja, und meine erste Frage ist direkt, also Sie haben ja jetzt schon lange Rede hinter sich, also die Eröffnungsfeier, viele Gäste waren da. Was erwartet dich denn heute noch so? Ja, heute Mittag haben wir noch Kaffee und Kuchen bei uns im Hof, so wie wir es an Kerb machen. Und da wird es wahrscheinlich heute Mittag noch ordentlich rund gehen. Da wird die Bude voll sein. Ja, und ich habe gesehen, ich bin auf dem Hinweg an dem alten Laden noch vorbeigelaufen. Was passiert denn jetzt mit der alten Filiale? Den alten Laden werden wir schließen. Wir werden da eine Wohnung für meine Eltern reinmachen. Weil meine Eltern wohnen noch im ersten Stock und dann ist es halt müßig immer die Treppen hoch. Deswegen werden wir unten eine Wohnung für meine Eltern reinmachen. Ja, ich denke, man sieht auch schon im Video, dass ein relativ großer neuer Laden auch ist. Was würdest du dann sagen, welche Vorteile bringt der neue Laden? Ja, auf jeden Fall eine bessere Präsentation der Backwaren. Das war nämlich im alten Laden, das Regal war immer so vollgestopft, dass man eigentlich kaum gesehen hat, wie viel Brot es hat oder welches Brot wo ist. Und war fürs Personal schwierig, war für die Kundschaft schwierig und das wird jetzt auf jeden Fall besser. Dann haben wir ja mit Kaffeeausschank, dass die Leute auch bei uns sitzen können, Kaffee trinken können und so. Das wird wahrscheinlich, hoffe ich doch, auch sehr gut angenommen werden, dass man dann im Sommer draußen sitzen kann oder im Winter hier drinnen, eine Tasse Kaffee trinken, Kuchen essen und so. Das verspreche ich mir eigentlich von dem neuen Laden. Und was ändert sich jetzt bei euch in den Arbeitsabläufen? Also gibt es da irgendwelche Unterschiede oder macht ihr das genauso wie im alten Laden auch? Also hinten in der Produktion ändert sich gar nichts an Arbeitsabläufen. Das läuft nach wie vor für die Mädels im Laden, halt mit Kaffee kochen. Wir haben eine Siebträgermaschine, da haben wir schon eine Barista-Schulung gemacht. Also das wird für die Mädels schon noch eine heiße Nummer werden, dann die Herzen auf den Cappuccino zu gießen. Und wir haben ein neues Kassensystem angeführt. Das wird auch eine große Umstellung für die Mädels im Laden. Also für die wird es eine Riesenumstellung werden. Das wird auch eine Zeit lang dauern, bis sich das eingespielt hat. Da wird es auch den einen oder anderen Fauxpas geben, aber das wird schon, kriegen die schon hin. Ja, man sagt ja auch, neuer Laden, neues Glück. Was erhofft ihr euch dann für die Zukunft? Ja, eigentlich für die Zukunft, dass es so weiterläuft wie die ganze Zeit, dass wir alle gesund bleiben. Wir sind eigentlich mit unserem Geschäft so sehr zufrieden, jetzt mit dem neuen Laden. Das wird, wie gesagt, hoffentlich auch noch einen kleinen Boom auslösen. Und ja, wenn wir alle gesund bleiben, wenn wir alle so zufrieden bleiben, kann alles so weiterlaufen wie bisher. Ja, dann wünschen wir euch alles Gute und vor allem noch einen schönen Tag. Dankeschön. Schön, dass ihr da wart. Ja, sehr geehrte, liebe Familie Sina, liebe Freunde von Familie Sina, liebe Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, wer ein Geschäft erweitern kann, der hat Erfolg. Das hat der Herr Renner auch schon vorher anders wie gesagt, aber er hat es auch erwähnt. Und wer Erfolg hat, darf sich darüber freuen. Und auch seine Freunde dürfen sich natürlich mitfreuen. Sie haben heute Freunde und ja, auch offizielle eingeladen, aber alle gehören heute mit ihrer Freude dazu, zu dieser Eröffnung, zu dieser Segensfeier auch. Als Kunden, als Mitarbeiter wollen wir natürlich auch um diesen Segen bitten. Ich möchte auch noch erwähnen, dass ein solcher Betrieb in sich schon ein Segen ist, ein Segen für die Gemeinde, denn auch Bürgermeister und Ehefrau sind dabei und die freuen sich natürlich auch mit der Gemeinde
weil es ein Segen, der Betrieb selber schon ein Segen ist. Denn ohne Brot, ohne diese Grundnahrungsmittel, die zwei wurden nur erwähnt, aber die sind uns hier in Bodenheim sehr wichtig, können wir nicht leben. Über Segen könnte man auch vieles sagen, aber ich mache es ganz kurz. Wir beten gemeinsam jetzt das Gebet, das ebenfalls schon erwähnt wurde, um das tägliche Brot zu bitten. Und das sind wir gewohnt und ist auch die Familie Sieler gewohnt, weil die Verbindung ja schon da ist, von den Eltern ja sogar ein Stückchen weiter zurück in der Familie zur Kirche oder ich sage eher zum Glauben. Und daher darf ich Sie auch wieder bitten, mitzumachen. Wir beten das Gebet, das uns Christus zu beten gelehrt hat. Wir bitten auch um das tägliche Brot. Denn wenn wir das Lied und vieles noch anderes in Betracht ziehen, so kommt auch das Teilen, so kommt auch das zum Ausdruck, was hier beginnt, in der Backstube eigentlich beginnt, aber auch hinausgetragen wird und wo eigentlich auch Segen weiter geteilt wird in den Familien, in den Häusern, dort wo das Brot ankommt, wo das Brot auch noch ja, gegessen verzehrt. Die Gemeinde will hier die Freude und die Wertschätzung zum Ausdruck bringen mit dem heutigen Tag. Es ist, aus mehrfacher Sicht ist es ein Glücksfall und ein Segen, hier eine Einrichtung zu haben mitten im Ortskern. Wir sind ja im Bereich der Ortskernsanierung aktiv. Wir wollen das Geschehen im Ort belassen, im Zentrum. Wir sind drauf und dran, hier an verschiedenen Ecken schöne Glanzpunkte zu setzen. Und dass ihr schon über viele, viele Jahre tolle Produkte herstellt, eine Backstube, ist bekannt, ausgezeichnet, im doppelten, mehrfachen Sinne, das wissen wir alle, wir haben es eben schon gehört. Und jetzt präsentiert, jetzt Verkaufsmöglichkeiten hier an der Stelle, neu geordnet durch den Glücksfall eines wegfallenden Gebäudes. Und ihr habt die Möglichkeit genutzt, Glückwunsch dafür. Dazu gehört Mut, dazu gehört Zuversicht. Und für uns als Gemeinde ist es ein Glücksfall, dass hier die Einrichtung bestehen bleibt, dann auch über noch, vielleicht noch mehr Generationen. Eure Tochter hat ja auch schon mal über die TV-Rheinterrasse, die ich hier an der Stelle als lokalen TV-Sender auch begrüßen will, schon mal kundgetan, das könnte ihr Beruf sein. Also das freut uns nämlich auch zu hören. Ja. Hat sie wirklich so gesagt. Ja, ja. Und ja. Gut, also es ist wirklich hier die große Hoffnung da, dass wir noch lange euch genießen dürfen. Mitten im Ort, ihr werdet toll angenommen, das hat seine Gründe, das liegt in eurer Hand, das liegt in eurer Verantwortung, das macht ihr ganz toll mit den Backwaren, die über Bodenheim hinaus bekannt sind und beliebt sind. Und die Gemeinde ihrerseits will ihren Beitrag dazu leisten, euch zu unterstützen, den Ortskern zu unterstützen. Wir werden hier in 2-3 Jahren ein völlig neu geordnetes Gebilde haben, was so nicht mehr heute noch nicht zu erkennen ist, aber wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, auch mit Unterstützung der Metzgerei Eckert, die werden wir bei dieser Neuordnung auch mit unterstützen. Das sind unsere Möglichkeiten, die wir nutzen wollen und nutzen werden, aber Glücksfall, und damit will ich auch enden, für Bodenheim, und ich hoffe für euch, dass ihr weiterhin so einen tollen Erfolg habt, hier bin ich mir mehr als sicher. Und danke an euch, dass Produkte einerseits, aber auch das Engagement hier in Bodenheim mit dieser neuen Verkaufsstätte, das wird im Ort schon sehr, sehr wahrgenommen. Und heute Mittag könnt ihr sicher sein, es werden sehr, sehr viele kommen. Und das ist auch ein Ausdruck der Wertschätzung, der Anerkennung des Ortes eurer Kunden. Herzlichen Dank und alles Gute, Glück auf. Ja. Thank you.
Ciao.